Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Ja, in der letzten Folge haben wir hier eine kleine Pause gemacht. Und jetzt wollen wir mal schauen, wo es und wie es hier weitergeht. Da können wir runtergehen. Da ist abgeschlossen. Ich weiß, ich weiß. Von der anderen Seite verschlossen. Auch wenn draufsteht, dass abgeschlossen ist, ich kontrolliere es trotzdem nochmal. Kann ja sein, dass er sich vertan hat. So, Leute, mir gefällt das gar nicht, dass hier diese ganzen, ja, Irrlichter oder sowas rumfliegen. Aha. Aha, aha. Das heißt dann wohl so viel wie, wir machen hier den Weg frei, damit wir wieder zurück können, aber wir wollen nicht, dass irgendeiner diesen Weg wieder versperrt. Oh. Oh, nicht schon wieder. Sie kriegen Verstärkung. Ja, und zwar genau neben mir. Steh nicht einfach so rum. Bewegung. Nein, 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 nein. Alter, ist das dein Ernst, dass ich den so nicht kriege? Dieses ewige Aufladen, ne? Gleich kommt der Schuss. Ja, meiner auch. Ist ja noch schneller und stärker als der erste hier eben. Bereit für den Einsatz. Ach, der ist doch. Stimmt ja. Das habe ich total vergessen. Für dich. Alter, vor allen Dingen sind die im Level ja auch immer höher als ich. Aber das war diesmal kein Elite-Typ. Das war... Oh. Das war Ohr. So, bevor das hier alles losgegangen ist, wollte ich eigentlich mal gucken, was das hier eigentlich ist. Okay, das ist anscheinend sehr gut versperrt. Oder man kann es nur von innen machen, ich bin mir nicht sicher. Das eine kann man hier aber nicht umgehen, oder? Hier sind überall diese Bilder drin. Ja, hier ist nichts zu umgehen. Da kommt man auch nicht hoch. Okay, Versuch war's wert. Es hat zwar kein rotes angezeigt. Ich verstehe auch nicht so ganz. Ärger im Anmarsch. Trotzdem beeindruckend. Wie Ärger im Anmarsch? Hä? Oder meint die Krähe? Hallo? Kämpften jetzt hier? Hä? Das ist doch draußen, oder? Red. Dieser Gegenstand ist mit etwas Bösartigem belegt. Ich kann es spüren. Nur spüren? Es ist selbst für mich nicht sichtbar. Aber ich kann den finsteren Willen hören. Wie einen Fluch oder einen Zauber. Ein Fluch oder ein Zauber also? Vielleicht könnte uns Seeker damit behilflich sein.
Aktivität gestartet. Geisterentfesselung. Okay. Aber sie kann auch nichts damit machen. Ich denke mal, das hat irgendwas mit diesen komischen Geräuschen hier auf sich. Hallo? Ich bring sie um! Ich reiß ihr den Kopf ab! Ach, das ist doch die eine! Mal gucken, wie gut die ist. Ich bleib einfach so ganz kavaliermäßig hier oben stehen und beobachte, wie die kämpft. Ich schätze allerdings, ich muss gleich mitkämpfen. Mist, da ist Zika. Die Hexe. Wie komme ich denn jetzt hier und da? Was heißt hier Mist, da ist die Hexe? Mist, die Hexe ist mit irgend sowas Komischem am Kämpfen. Alte Bekannte, Aufgabe folgen. Ja, was denn nun? Ich würde gerne beiden folgen. Geht das auch? Moment, ist hier was zum Öffnen? Ne? Ja? Ne, ist einfach nur so davor gestellt. Na gut. Zika, halte durch. Ganz gentlemanlike werde ich dir helfen. Ich hoffe, du hast ihn schon erledigt. Ah, die Verbannerin, die für ihren Novizen gestorben ist. Ah, die Novizin der Hexe. Sei gegrüßt, Antea. Nicht überrascht, mich zu sehen. Naja, es ist eine Hexe. Die wird auch darüber Bescheid wissen, gehe ich mal von aus. Ich habe viel von dir gehört. Ich auch. Tut mir leid. Nach meiner Rückkehr erzählte mir Ceridine, dass unser ach so armer Verbanner heimgesucht wird. Heimgesuchter Verbanner. Schon komisch, was? Naja. Was war das, mit dem du gekämpft hast? Ding? Ach, er. Eine verdammte Nervensäge, das ist er. Bist du schwer verletzt? Ich hatte schon öfter Ärger mit dem alten Mooskopf. Ein paar Minuten Ruhe und ich bin wieder auf den Beinen. Ceridine wusste über Antheas Geist Bescheid? Natürlich. Er ist nicht besonders schlau, was? Wenn sie wusste, dass Antea da ist, warum wollte sie nicht, dass du mir das sagst? Wie auch immer. Ceridine hat uns diese Information aus gutem Grund vorenthalten. Besser du traust ihrem Plan. Der Tod ist Teil des Lebens, Verbanner. Gerade du solltest das wissen. Sie wollte dir wohl nicht das Herz brechen. Nicht noch einmal. Du hast dich um ihn gekümmert. Ich danke dir. Ich bin eine brave Novizin. Ich tue, was man mir sagt. Du siehst aus, als bräuchtest du eine Pause. Können wir helfen? Dachte schon, du würdest nie fragen. Ein paar meiner Geisterjäger sind weg. So konnte Old Soul den Saum durchqueren. Den Saum? Den Saum, wo der Stoff der lebenden Welt auf den der Toten trifft. Ah, der Schleier zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ganz wie du willst, Verbannerin. Ruh dich aus, kümmere dich um deine Wunden. Wie können wir die Geisterjäger wieder in Gang bringen? Der Zauber ist bereits ausgesprochen. Ihr müsst sie nur noch entzünden. Seid vorsichtig. Der alte Mooskopf kann nicht weit sein. Ich werde mich ausruhen. Viel Glück. Viel Spaß. Nee, das macht keinen Spaß. Ich meine, ich habe ja gesehen, wie groß er war. Und ich habe ja gesehen, was er so angestellt hat. Also das macht definitiv keinen Spaß. Was ist denn das hier mit den Vögelchen? Sind das Friedenstauben? Also, was jetzt? Wir entzünden die Geisterjäger mit Feuerstein und Stahl. Wahrscheinlich, glaube ich. Die Geisterjäger? Moment, gehört das jetzt zu der anderen Quest hier? Der Soldat. Aha. Eine seltsame Figur, die in der Nähe einer verfluchten Truhe auf dem Gelände des alten Marschlagers gefunden wurde. Aha. Aha, aha. Öffne die Truhe.
Sehr schön, Geld haben wir auch dabei. Wo kommen wir jetzt aus, wenn wir jetzt hier hochgehen? Da, wo wir eben runtergegangen sind, oder nicht? Ja, doch. Wieso sind wir dann... Wieso sind wir da nicht eben hier runtergegangen? Ich weiß es nicht. Ich habe lieber den langen Weg genommen. Warum auch nicht? Kann auch sein, dass der vorher nicht frei war. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da können wir nicht hoch. Was das mit den Tauben hier auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so genau. Siehst du hier... Nein, ich wollte wechseln. Ich wollte gerade sagen, sie sieht mehr, als ich gesehen habe, aber das kann er auch sehen. Okay. Moment, wenn ich jetzt auf die Karte gucke... Ach, dann müssen wir wieder zurücklaufen. Ach so. Okay. Wobei das hier, glaube ich, neu sein dürfte, oder? In diese Richtung... Moment, waren die das? Muss ich die abschießen? Ich dachte, ich sollte was entzünden. Das blicke ich gerade so gar nicht mehr durch. Aber egal. Wir gucken trotzdem mal. Also. Das eine sollte jetzt 45 Meter vor mir sein. Oh, hier ist noch was zum Einsammeln. 21 Meter. 16. Ich kriege euch schon noch. Ich kann auf jeden Fall nicht da. Komm ich denn da? Mischt euch nicht ein, ihr Würmer. Alter, dann ernst? Okay. Was auch immer er macht. Oh, nee. Oh, nee. Willst du mich denn veräppeln? Ich habe doch schon Probleme genug mit nur einem von diesen blöden Idioten. Ja, weich bloß nicht aus. Du wirst anvisiert, Red. Ja, das ist ja toll. Dann hilf mir doch mal. Wie wär's damit? Die Leiche steht auf uns. Ja, die große da oben auch, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Stirb, du Drecksau. So. Du bist in Schussreichweite, Red. Nee, echt? Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Grüne ist nicht gut. Ja, geh mir nicht auf die Nerven, Mann. Auch der Typ ist doch schon tot. Aber der da oben geht mir auf die Nerven. Die Zeit dort ist auf meiner unser Seite. Erster Geisterjäger. Alter, ich fühle mich hier komplett für unterlevelt. Aber wie mache ich jetzt diese blöde Dings an hier? Oder, nee, warte mal. Hä? Jetzt ist die Markierung... ist jetzt weg. Hm. Also muss man da immer mit denen kämpfen, oder was? Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Und wieso hat er mir jetzt angezeigt, dass ich hier rechts runter muss, obwohl ich gar nicht rechts runter kann? Kann ich hier hochklettern? Ja, ne?
31 Meter. Es ist wahrscheinlich, wo sie jetzt gerade ist, nehme ich mal an. Etwas versteckt sich. Das haben wir vorhin, glaube ich, auch schon festgestellt, oder? Ist das was Neues? Ah, hier. Okay, es ist was Neues. Logbuch des Arztes, 29. Oktober 1636. 7 Tote, 5 Verletzte. Der Sieg hat einen hohen Preis gekostet. Wir sind schwach und es fehlen Vorräte. Wir brauchen mehr, sonst sind wir verloren. 7. November 1936. 300 Jahre später, okay. Ein Toter, 5 Verletzte, 3 Sterbende. Wir werden krank, eine geheimnisvolle Krankheit befällt das vor. Eiterbollen wachsen und die Menschen fiebern. Wir verrotten mit dem verrotteten Land. Ja, aber jetzt ernsthaft, warum sind da 300 Jahre Unterschied? 19. November 1936. Das Fort ist verloren. Wir werden uns zurückziehen, marschieren zur Küste nach New Edentown. 22. November 1936. Seltsam, allein mit den Leichen der Gefallenen und dem zerstörten Fort zu sein. Vor 2 Tagen wurde ich krank und bin zu schwach zu marschieren. Ich verrottete gemeinsam mit dem Land in Frieden. Die Stille ist wunderschön. Okay. Soll dir dein Lieblingsgeist mal wieder unter die Arme greifen? Nö, aber du könntest mal kurz die Tür öffnen. Ich das liebe. Ich nehme an, das ist die andere Seite von diesem einen Ding, was wir eben gefunden haben. Nee, das ist wieder was anderes, oder? Bin mir nicht sicher. Da ist doch was Blaues drin. Moment, das ist... Nee, da kam ich eben nicht rein. Ist das euer Ernst, was ihr da gemacht habt, Leute? Achso, Moment, hier kann ich hoch. Jetzt sag mir aber nicht, der kommt, wenn ich da reingehe. Nee, Moment, muss ich hier? Kann ich aber so nicht reingehen. Aber da hinten ist wieder so eine Stelle. Ah, hier kann ich reingehen. Ah. Hexenstein, sehr schön. Zwei Betten, beziehungsweise es waren... Achso, es waren mal mehrere. Kehrt um und flieht! Ich wusste, dass der da oben draufsteht. Bastard! Die Zeit! Ich darf nicht! Sieh zu, dass du da rauskommst! Ja, genau! Nee. Weich bloß nicht aus. Fort mit dir. Hier ist noch einer. Ich trinke aus euren Schädeln. Brennende Geisterjäger vertreiben diese Bastarde, richtig? So werden sie von Hexen verwendet. Verschwindet oder ich verschlinge euch! Er kann diese Dinger wirklich nicht leiden. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich habe auch das Gefühl mittlerweile, dass diese ganzen Dinger hier eigentlich... alte Bekannte... Hier sind alles Geisterjäger, ne? Eine von 3, das heißt, die anderen müssen wir gar nicht machen, oder wie? Ich dachte jetzt eigentlich, dass die zu der anderen Quest gehören, die wir davor verfolgt hatten. Oh, schon wieder so eine Krähe.
Moment, wo muss ich denn jetzt hier rum? Direkt vor mir soll eigentlich was sein, aber das habe ich schon angezündet, oder? Was heißt das? Weil wir haben doch eigentlich hier soweit alles gemacht. Da oben aufs Dach kommen wir ja nicht rauf, ne? Weil da müssten wir ja eigentlich auch was anziehen. Ihr seid als Nächstes dran. Da können wir nicht rauf. Können wir von, nee, von hier aus können wir auch nicht darauf. Ja, wie soll ich denn da aufs Dach raufkommen? Es kann doch nicht sein, dass sie das so blöd dahingestellt haben, weil da oben ist ja auch so ein Ding. Das sieht man ja. Ich war hier eben noch nicht, ne? Ich habe jetzt nicht die ganzen Sachen hier vergessen, oder? Ah, da hinten ist auch nochmal so ein Ding. Na, na? Den kann ich aber nicht anzünden. Der ist schon angezündet. Da oben kamen wir ja nicht rauf. Ich weiß nicht, ob man da... Ah, Moment. Nee, das ist nur zum Nehmen. Ah, hier. Ah, okay. Einer noch. Yep. Wird jetzt nur, ehrlich gesagt, schwierig, die Dinger zu finden. Ja, irgendwie ist das hier... Also bei dem einen komme ich nicht hoch. Würde ich mal behaupten. Weil ich wüsste jetzt keine Möglichkeit, da aufs Dach zu kommen. Bei dem hier war das, glaube ich. Können wir auch nirgendwo hier hochklettern oder so, ne? Obwohl, ne... Ah, ne, da sind wir in, doch, hier sind wir eben hochgeklettert. Aber von hier aus kommen wir nicht aufs Dach. Ah, doch. Ah. Sehr cool. Ich kriege euch schon noch. Das sollte reichen. Geschafft. Hexerei ist ein Kinderspiel. Keine Ahnung, was die Aufregung soll. Deine Hexenfreundin sieht das bestimmt genauso. Mhm. Ich sag ihr einfach, dass wir fertig sind. Was ist denn dem Schemen in den Arsch gekrochen, dass der so beschissen drauf ist? Eine verlorene Schlacht? Verrat? Deserteure in den eigenen Reihen? Wer weiß? So, Moment. Das Feuer haben wir ja schon entzündet. Und hier irgendwo war sie, ne? Wir sind hier runtergegangen. Ich denke mal, dass das die Markierung war, wo sie gewesen ist. Und ich befürchte leider, dass wir jetzt zusammen gegen ihn kämpfen müssen oder sowas. Ah, da ist wieder so eine Krähe. So, da konnte man nicht runter. Wo ist sie denn jetzt hin? Sie hat doch gesagt, sie ruht sich aus. Aber irgendwo hier soll sie sein. Also zumindest ist der Marker hier. Seeker ist verschwunden. Macht sie manchmal. Sie ist dort drüben. Wo ist für dich dort drüben? Da unten? Ah, ja, okay, ich sehe sie. Sie spricht gerade mit einer Krähe. Aber gut. Ist ja eine Hexe, ne? Warum auch nicht? Hast du etwa gerade mit einer Krähe gesprochen? Ja und nein. Seid ihr bereit? Gut. Sie erwartet euch. Bereit wofür? Deine Herrin zu treffen?
Cyridin. Ja, auf einem Boot. Wird bestimmt ein Spaß. Nein, wir gehen nach New Eden. Der Albtraum hat die Welt zu fest im Griff. Der Nebel ist zu dicht. Ihr könnt nicht in seine Festung eindringen. Es gibt keinen Weg zurück zum Gemeindehaus. Noch nicht. Und nicht ohne Hilfe. Wir haben uns bis jetzt ganz gut geschlagen. Du bist tot. Vielleicht schlagt ihr euch weniger gut, als du denkst. Du bist schroff. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir sprechen mit Cyridin, bevor wir weiterziehen. Schon besser. Folgt mir. Vorsicht! Bringt das Boot nicht zum Schaukeln. Ist der Weg noch weit? Wie weit ist weit? Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Sicherheit? Die Sumpflande beheimaten viele zornige Geister. Aber meine Herrin sorgt dafür, dass sie still bleiben. Totenstill. Der Schemen, gegen den ihr gekämpft habt, sah wie eine Vogelscheuche aus. Verbanner und ihre Schubladen. Sie wird sicher zurückkehren. So wie ich. So, wohin geht es? Der Schleier scheint hier dünner zu sein. Das war schon immer so. Wir nennen sie die Sumpflande. Aber die Stämme, die hier leben, nannten es Irrmaus. Wer dort zu lange verweilt, erkrankt. Verlieren Cyridians Schutzzauber deshalb schneller ihre Wirkung, als sie sollten? Das liegt daran, dass sie stirbt. Mein Beileid. Das Leben ist eine Reise. Der Tod ist nur ein weiterer Schritt. Das ist ja fast so reizend wie die Fahrt durch die Heerengracht. Fehlen nur noch der Hagel und der Hetzer an unseren Fersen. Das können wir sicher einrichten. Du hast die besten Fluchtpläne. Was ist B? Da. Was könnt ihr uns über eure Mentorin erzählen? Ich könnte euch so einiges erzählen, aber das werde ich nicht. Sie ist eine äußerst alte Hexe, die diesen Garten bereits seit sehr langer Zeit hegt und pflegt. Das ist alles? Glaubt mir, das ist mehr, als ihr wissen müsst. Die Schemen am Ufer bewegen sich nicht. Die Sumpflande sind gut geschützt. Sind das Soldaten? Das, Miss Duarte, ist Old Souls Armee. Dieser Old Soul, was will er? Störung, Blutvergießen, Cyridins Kopf auf einem Silbertablett. Sie müssen sich also einst gekannt haben. Wir könnten euch helfen, ihn zu verbannen. Ihr Verbanner trieft vor Arroganz. Cyridin wird sich um ihn kümmern. Wir sollten uns nicht einmischen. Willkommen auf Cyridins Insel. Ich kann eine große Macht spüren. Oh, das ist euch also aufgefallen? Wie gesagt, willkommen auf Cyridins Insel. Sie wartet zu Hause auf euch. Folgt dem Pfad, bis ihr einen schwarzen Teich in der Nähe einer alten Ruine findet. Wir treffen uns schon bald dort. Wie macht sie das nur? Das ist ein Trick, oder? Das Mädchen hat mehr als nur Tricks auf Lager.
Sie hat eine Gabe. Ja, ich würde allerdings sagen, bevor wir uns jetzt aufmachen zur Hexe selbst, die Hexe aus dem Sumpf, das ist doch ein guter Titel, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und in der nächsten Folge dann mal nachsehen werden, wer diese Hexe ist, wie sie aussieht und was sie, ja, genau von uns will. Ich denke mal, sie braucht Hilfe, sie möchte uns auch helfen und wie Hexen in der Regel so sind, natürlich nicht alle, aber normalerweise ist es ja so, dass sie auch die Welt beschützen wollen. Das heißt, sie wird uns garantiert helfen wollen, den bösen Geist hier wegzukriegen. Offenbar braucht sie allerdings auch unsere Hilfe, weil sie immer schwächer wird, so wie ich das verstanden habe. Wir werden sehen. In der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.